Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir wollen uns ja den Klerikern anschließen und haben uns ja auch den obersten, ach was weiß ich, wie der Kaspar hast, zu erkennen gegeben, dass wir mal die Bestie von Xarkor waren. Und auch wenn die ziemlich viel Scheiße labern, will ich doch denen ihr Zeug haben. Also muss ich mich denen wohl anschließen und die anderen finde ich einfach kacke. Also, wir müssen jetzt einen Auftrag erledigen. Irgendwie, irgendein Typ dealt da drin mit Elex. Also, laber mal mit ein paar. Was kannst du mir über den Elex-Handel hier im Hort sagen? Na, sieh mal einer an. Dich hat also Reinhold geschickt, die Sache aufzuklären. Interessant. Bevor ich dir mein Protokoll über die Verdächtigen gebe, möchte ich dir ein Angebot machen. Ich will, dass du Siegfried beschuldigst. Egal, ob er der Elex-Händler ist oder nicht. Siegfried ist der einzige Händler hier im Hort, den ich nicht unter meiner Kontrolle habe. Ich kann hier keine Händler gebrauchen, die unreguliert Waren verkaufen. Ich will, dass du dafür sorgst, dass Siegfried des Elex-Handels beschuldigt wird. Alles klar? Dass ich dich für den Gefallen bezahlen werde, versteht sich von selbst. Nein. Nein, auf den Deal lasse ich mich nicht ein. Sehr schade, aber ich kann dich schließlich zu nichts zwingen. Falls du dich doch dazu entscheiden solltest, Siegfried zu beschuldigen, werde ich das mitbekommen. Dann steht dir die Bezahlung selbstverständlich zu. Wie dem auch sei. Hier hast du mein Protokoll. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück und er ist sowieso der Täter. Enttäusch mich nicht. Fulminant. Okay. Also hier gibt es genau solche Arschlöcher wie bei allen anderen. Nein, hier war's, ne? Was soll? Achso, das sind die Dinge, wo ich. Ah, nein. Da. Überwachungsprotokoll. Okay, das hat scheinbar gar nichts ergeben. Ich sollte mal die Quest auswählen, damit das auch sinnig wird. Ist da noch einer? Ne, das ist bloß der. Kann ich hier nicht rennen? Doch, jetzt. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Hä? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Was, muss ich es mir abschneiden? Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Abid gehört? Nein, sollte ich das? Oh ja, er ist der Begründer unseres Ordens. Der Grund, warum wir existieren.
Erzähl. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Ach so, ja, das war ja der andere Typ, ja, ja. Nee. Na, immerhin weißt du... Ich möchte mehr über ihn wissen, über sein... Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Du benötigst... Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Oh. Wer ist... Niemand. Ich weiß auch, dennoch bitte ich dich doch, was ich dir auf jeden Fall noch mit auf... Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Das interessiert mich jetzt auch. Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Okay, aber bring mir was bei. Gut. Oh, die hat Persönlichkeit. Aber ich habe nur noch einen Attributbaum. Mhm. Oh, cool. Aber ich kann da eh nichts lernen, ne? Nope. Danke. Irgendwelche... So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten... Und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht. Wenn du dich also unbefugt im Archiv... Okay. Ja, nehmen wir mal mit. Ob wir sie machen, ist eine andere Frage. Lasst euch nicht verführen von den Versuchungen des Elex. So, jetzt erzähl du mir mal was. Fass dich, Kurt! Was weißt du? Ach, du bist dann wohl derjenige, den Reinhold schickt. Ich habe vorschriftsmäßig Protokoll geführt. Wer sind nochmal die Verdächtigen? Siegfried, Hagen und Oswald. Ach ja, genau. Hier hast du das. Alles, was ich weiß, steht dort drinnen.
Danke. Okay. Ach, scheiße. Überwachungsprotokoll 1. Haken habe ich morgens bei der Grube gesehen und das dann aus den Augen verloren. Bei der Grube. Nur wer einen reinen Körper hat, kann erhoffen, von Kalan gerettet zu werden. Ja, laber nicht so viel Scheiße. Eigentlich sind es genauso Spackos wie in allen anderen Gemeinschaften. Ich meine, Intrigen, Handel und ach, was weiß ich, was nicht alles. So, und du? Was möchtest du? Wegen dem... Moment, woher weißt du davon? Reinhold schickt mich. Ich soll... Dich schickt er dafür? Hm, na gut, hier hast du mehr als das, was... So, jetzt haben wir den Scheiß. Dann konnte ich den ganzen Tag beobachten, nur mittags war er plötzlich verschwunden. Mittags. Was ist hier? Ist das halt Anna? Anna ist hot. Sieh mal einer an. Dass du hier neu bist, erkennt man auf den ersten Blick. Lass dich von den anderen hier nicht zu sehr einschüchtern. Die meisten sind netter, als sie aussehen. Ich kann auf mich aufpassen. Wenn das so ist, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was hast denn du jetzt schon wieder? Was hast du für ein Problem? Ich bin hier für die Reparatur und den Aufbau einiger Roboter verantwortlich. Und genau darum geht es auch. Wir haben einen Aufklärungstrupp Roboter losgeschickt. Allerdings scheinen sie eine Fehlfunktion zu haben. Sie greifen einfach alles an, was sich bewegt. Es sind bereits zwei meiner Kollegen hingegangen und versuchen, sie mittels Fernabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Aber die lassen jetzt schon einige Zeit auf sich warten. Ehrlich gesagt sind mir die zwei auch egal. Was ich haben will, sind die KI-Chips der Roboter. Und zwar alle. Ich muss herausfinden, wo der Fehler liegt. Wenn das Problem bei allen Robotern hier besteht, könnte das böse enden. Okay. Alles klar. Ach, das war das, was wir gesehen haben. Ich bringe dir die KI-Chips. Sehr gut. Aber denk dran, du musst dich beeilen. Wer weiß, wie viele Roboter von diesem Fehler betroffen sind. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn einer der Roboter hier im Hort... Und ich kann hier schlecht allen Robotern hier ihre Elex-Batterien rausnehmen. Also mach keinen Umweg mehr. Und hol mir diese KI-Chips. Du bist... Ich bin nicht nur Mechanikerin. Vorrangig bin ich eine Legatin der Kleriker, klar? Wir Legaten sind unter anderem für die Materialbeschaffung, aber auch für die Reparatur der Maschinen zuständig. Unsere Psi-Kräfte machen uns aber auch zu starken Kämpfern. Also leg dich besser nicht mit uns an. Klar. Dass immer jeder irgendwas will, ey. Und? Wie hat er die letzte? Also der Verdächtigste ist momentan der Hagen. Kompromisse muss man schließen können. Hier. Siegfried. Hey, hast du mein Paket? Welches Paket? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst der neue Lieferant. Lieferant? Für meine Lieferungen. Was sonst? Mehr braucht dich nicht zu interessieren. Was weißt du über die... Was soll ich schon darüber wissen? Das war keine Frage. Ich weiß nichts darüber. Ohne einen Beweis direkt in meine Kralle werde ich nichts mehr dazu sagen. Kralle? Och, am besten vergisst du das einfach. Ich hab dich wohl falsch einge... Du wirst verdeckt. Was willst du eigentlich von mir? Dass ich etwas zugebe, was ich gar nicht getan habe? Vergiss es. Und jetzt verschwinde.
Irgendwie mag ich den aber auch nicht. Was für ein Wichser. Das eigentlich. Warum ist da so ein Punkt auf der Karte? Hier runter oder was ist das? Rieselt das einfach runter? Kampfkoloss der Kleriker. So. Also wo war jetzt der Haken nochmal? Wache. Das war doch der Haken, oder? Ja. Ja. Was weißt du über... Damit habe ich nichts zu tun. Und ich möchte auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Frag mich an... Wie? Wir werden schon seit einiger Zeit von... Sie scheinen irgendwo aus dem Norden oder Nordosten zu kommen. Ich habe bereits einen Trupp Männer dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Wenn du für mich dorthin gehst und herausfindest, wo die Mutanten herkommen, werde ich dich angemessen bezahlen. Halte die Splitter. Wie gesagt, Geh dorthin. Finde heraus, was die ganzen Mutanten so nah an den Hort lockt. Und dann komm wieder zu mir. Weggetreten. Alles klar. Aber jetzt brauche ich irgendein Bett, damit ich bis Mittag pennen kann. Wird jetzt auch mal Pause machen. Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Besser einen guten Freund verlieren als einen guten Witz. Was? Wenn nur die Hälfte davon stimmt. Bis später. Nichts als Ärger. Hey, wer ist? Was sagen wir? Klerikerin? Klerikerin? Legat? Hey, wir haben doch Gemeinschaftsmittag, haben sie nicht mein Bier. Soll ich das jetzt rausfinden? Das hast du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Die sind schon das zweimal erklären. Ja, was mache ich jetzt am besten? Wäre dann der morgens bis mittags an der Maschinenhalle gesehen. Ich habe Haken, habe ich morgens bei der Grube gesehen und dann aus den Augen verloren. Oswalds habe ich nur abends bei seiner Predigt gesehen. Siegfried konnte an dem Tag gar nichts sehen. Haken konnte er den ganzen Tag beobachten und mittags war er plötzlich verschwunden. Dann habe ich Oswald, dafür habe ich Oswalds Mittag gesehen. Siegfried Mittag bis morgen beobachtet. Es konnte nichts festgestellt werden. Wenn nur die Hälfte davon stimmt.
pennen wir mal bis abends. Vielleicht finden wir ja dann da irgendwas. Ich weiß jetzt halt echt nicht, was ich machen soll. Einfach jemanden verdächtigen ist doch auch scheiße. Oswald war doch der dämliche Depp, der wurde hinten predigt. Was ist das eigentlich? Das ist doch der, oder? Der Prophet Avid sagte schon, dass Unheil... Was war... Du solltest dich nicht damit beschäftigen. Reinhold und Dietrich nehmen sich dieser Sache an. Ich weiß nur, dass jeder, der damit zu tun hat, jetzt sehr vorsichtig sein sollte. Kalan wird die Unreinen bestrafen. Mehr habe ich... Kleine Song. Kalan wird die Reinen... Der Prophet wusste, was kommen würde, und er sprach mit Kalan. Okay. Das sind, glaube ich, dass er eher er ist. Ne? Oswald habe ich nur abends bei seinem Predigt gesehen. Oswald mittags. Morgens, mittags, abends in Oswald. In Siegfried morgens und mittags. Der hat Siegfried an dem Tag gar nicht gesehen. Und wir haben dann Mittag bis morgens. Oswald abends. Oswald mittags. Morgens, mittags, abends, so. Der einzige, der wo mal weg war, war der Hagen, ne? Und es ist einstimmig. Morgens bei der Grube. Der Prophet gab uns die heiligen Schriften Kalans. Befolgt sie und ihr werdet in den Armen Kalans willkommen sein. Fabrik. Grubenwache. Der Körper und das Schleichen kannst du dir sparen. Ja, das war jetzt ein Versehen. Bei der Grube. Dann war er weg. Nein. Voll doof, Alter. Entweder bin ich jetzt so dämlich dafür, oder was geht ab? Ich werde nicht. Kalan rettet mich. Eine Sünde. Nein, nein, bitte. Nicht heute. Aber Vater, nein. Nein, 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 nein. Kalan wird mich retten. Automat. Vier alte... Nein, ich habe meine ganzen Münzen verkauft.
Ich habe... Ist doch scheiße. Nur die besten, stärksten und reinsten sind in den Armen Kalans willkommen. Du benimmst dich hier besser. Ja, ja, Schnauze, Alter. Okay, ich schaue jetzt erstmal offscreen weiter und beende jetzt die Folge hier, weil ich habe keinen Plan, was jetzt eigentlich abgeht. Oh, eine Fördermaschine. Jedenfalls bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns auf das nächste Mal. Servus.